kann ja wirklich nicht wahr sein. Da ist man mal in einem Wald, wo irgendein Typ dauernd herumrennt und Leute umbringt und dann hat man da auch gar keinen Empfang, dass man nachher um Hilfe rufen kann. Fast so, als wäre man ultramäßig doof. Und das ist ja mehr oder weniger das reine Existenzmerkmal dieser Filme. Oder es gibt einen Sumpf, einen Wald, ein Haus, einen Keller oder eine verlassene Raumstation, wo mehr oder weniger jeder, der bis jetzt dorthin gegangen ist, getötet, aufgesplitzt, zerfetzt wird und trotzdem denken sich irgendwelche silikonbrüstige Teenies, genau dort muss man hinfahren und Party machen, weil geht das, was den anderen 400.000 vor mir passiert ist, das wird ja mir schon nicht passieren. Aber glücklicherweise gibt's in Filmen immer wieder diese absolut doofbackigen Dumpfies, denn sonst hätten wir ein wahnsinnig unterhaltsames Genre weniger. Und wir hätten vor allem eine wahnsinnig unterhaltsame Parodie weniger. Hatchet aus dem Jahr 2006 ist nämlich genau das. Es ist keine Fortsetzung, es ist kein Remake, kein Reboot und nicht nach einer amerikanischen Vorlage, aber irgendwie doch, weil es irgendwie brumm, alle diese Klischees durchbedient, aber auf eine wunderbar angenehme, selbstironische Art und Weise. Und gerade deswegen ist der Film auch heute, über 10 Jahre nach seinem Entstehen, immer noch beliebt bei Genrefans. Ein Film, der mehr oder weniger genau das liefert, was man sich von einem Genrevertreter erwartet. Von den dumpfen Charakteren bis hin zu den absolut nicht dumpfen Ablebensszenen, bis hin dann natürlich zu insgesamt 3 Fortsetzungen. Die Hatchet Quadrilogy wurde im deutschsprachigen Raum bereits mehrmals ausgewertet, unter anderem in Deutschland von Sun Film, wobei dort jetzt Tiberius Film, wobei die Teile 2 und 3, die mit Abstand brutalsten der Reihe, massiv gekürzt wurden. In Österreich kümmerte sich schon seit jeher Illusions Unlimited Films für die ungekürzten Auflagen, lieferte damals bereits Schuber Blu-Rays zu den Teilen 2 und 3, natürlich mittlerweile auch schon Trilogy und Complete Collections, wo dann alle Teile in der ungekürzten Fassung vorliegen, weil auch da gibt es in Deutschland natürlich nur die Boxen, wo dann Teil 2 und 3 nicht komplett dabei sind. Aber eines gab's zu den Hatchet-Filmen bislang noch nicht, nämlich einzelne Mediabooks. Und das ist mehr oder weniger eine Lücke im Slasher-Sammlerregal, die Illusions Unlimited Films jetzt stopfen will. Bei mir sind bereits die beiden Mediabooks zu Hatchet 1 gelandet. Die Mediabooks zu den anderen 3 Teilen werden definitiv, ich nehme mal an, in den nächsten Monaten folgen und dann ebenfalls hier vorgestellt. Aber im heutigen Video aus Playzockers Blu-ray-Check freue ich mich ganz besonders drauf, euch die beiden Mediabook-Cover-Versionen zu Hatchet 1 näher vorzustellen. Danke erstmal an der Stelle an Illusions Unlimited Films, dass ich für dieses Video wirklich beide Coverversionen zur Verfügung habe, um euch die auch entsprechend ausführlich im Video zeigen zu können. Ich glaube übrigens, ich kann mir an der Stelle einmal ersparen, euch zu sagen, was mein persönlicher Favorit ist. Kurze kleine Hinweise, ich stehe auf reißerische, gezeichnete Motive mit vielen Charakteren und womöglich dem ein oder anderen Grindhouse-Exploitation-mäßigen Detail. Aber ich möchte ehrlich gesagt zuerst mit dem rechten Cover, mit dem Cover B beginnen. Das zeigt nämlich das klassische Motiv zu dem Film und ist limitiert auf nur 333 Stück. Bevor wir uns dieses Cover jetzt einmal näher anschauen, möchte ich noch das alte deutsche Steelbook von Sun Film dazu holen, dass wir hier einmal einen direkten Vergleich bekommen. Und ich finde da nämlich einige Details absolut interessant. Wenn wir nämlich genau schauen, sehen wir, dass schon bei beiden Covermotiven dieselbe Axt zugrunde liegt, weil dieselben Blutspritzer, die beim Steelbook-Cover zu sehen sind, sind auch auf dem Mediabook-Cover zu sehen. Aber ich finde trotzdem, dass das Illusions-Cover hier wirklich deutlich besser ist als das des Steelbooks, weil es wirkt einerseits wesentlich düsterer, die Axt hat noch mehr Blut spendiert bekommen und es wirkt auch einfach die Axt dadurch
Und dass der silberne Teil noch dunkler ist, es wirkt alles ein bisschen dreckiger, ein bisschen brutaler und sogar ein paar Kleinigkeiten, wie der klischeehafte Blutstropfen, der rechts nach unten tropft, beziehungsweise das Blinken links oben, was dazugefügt wurde. Alles das sind, finde ich, einzelne Elemente, die dieses Cover doch deutlich spannender und interessanter machen. Sehr cool finde ich auch, dass man hier auf jegliche Texte verzichtet hat und eben den bekannten, die bekannte Tagline mit Remake, bla bla, hier nicht hat, sondern lediglich den Filmtitel unten in einer sehr dezenten und nicht irgendwie auffälligen Schriftart. Das ist, finde ich, sicherlich die beste Interpretation, die man von diesem Covermotiv bekommen kann. Persönlich bin ich aber natürlich eher auf der Seite des linken Covermotivs. Das ist ein neues, gezeichnetes Cover-Artwork, das einfach nur absolut grandios ist. Wir sehen thronend über allen Victor Crowley, der mehr oder weniger mit einem Auge bedrohlich in Richtung des Betrachters blickt. Außerdem noch einige Charaktere aus dem Film, die hier wirklich sehr, sehr schön angeordnet und gezeichnet wurden. Toll finde ich eben auch in diesem Fall, dass wir außer dem Covermotiv und dem noch ein bisschen dezenter angebrachten Filmtitel unten, weil er ein bisschen kleiner ist als beim B-Cover, Titelschriftzug, keinerlei Schriftzüge, Texte oder sonstiges auf diesem Cover haben. Außerdem finde ich die Aufteilung von diesem Cover wirklich absolut wunderbar gelungen. Es wirkt nicht so, als würde da noch irgendetwas fehlen. Es ist der Platz super verwendet und vor allem auch die Axt, die hier in der Mitte mehr oder weniger wie Freddys Klaue in der bekannten Badewannenszene aus dem Sumpf rauskommt. Das ist einfach alles nur wunderbar und das ist für mich eines der schönsten neu gezeichneten Cover Artworks, die ich im Jahr 2019 bis jetzt gesehen habe. Schauen wir mal kurz bei beiden Mediabooks auf den Spine. Da sehen wir, dass diese eigentlich absolut identisch sind, wenn man den Titelschriftzug bedenkt, aber natürlich ein anderes Miniaturbild bieten, beziehungsweise unten natürlich die unterschiedliche Produktionsnummer. Dass das Backcover bei beiden Versionen komplett identisch ist, stört meiner Meinung nach auch gar nicht. Wir sehen vielleicht gleich einmal für den Vergleich rechts unten einerseits die individuellen Limitierungsnummern, 333 Stück noch einmal für Cover B, bei Cover A sind es gleich doppelt so viel, sind 666. Die eigene Limitierungsnummer wird hier in diesem weißen Feld dann per Sticker angebracht. Selbstverständlich, wenn ihr das Mediabook bei dem Händler eures Vertrauens kauft, ist hier ein Sticker bei beiden Covern. Ich habe halt nur eines mit Nummern und das andere ist ein Weißmuster, was mich aber nicht stört für dieses Review. Bleiben wir jetzt einmal gleich beim Cover A und schauen uns hier das Backcover an. Da finden wir, finde ich, ebenfalls sehr, sehr gut gestaltet. Einige Bilder aus dem Film, die Inhaltsangabe, die Details zum Bonusmaterial, auf das ich an der Stelle allerdings nicht mehr weiter eingehen möchte, weil es sind die Features, die natürlich auch auf dem bisher veröffentlichten Medien zu finden waren und nichts Neues. Demnach schauen wir gleich einmal weiter eben zu Cast and Crew, zu den technischen Details und schauen uns dann noch einmal den gesamten Überblick über das Backcover an. Ein Design, das meiner Meinung nach wirklich, wirklich cool aussieht. Ein Mediabook, das übrigens auch sehr, sehr schön in der Hand liegt und einen sehr hochwertigen Eindruck macht. Blättern wir jetzt einmal das Mediabook auf und wir finden auf der linken Seite die Blu-ray mit einem meiner Meinung nach sehr, sehr coolen Druck auf der Disc. Auf der rechten Seite finden wir dann gleich zwei Discs, nämlich einerseits eine Filmdisc, und andererseits eine Bonus-DVD mit den ganzen Specials, sodass wirklich alle Features hier auch enthalten sind. Ein recht einfaches, aber wie ich finde, durchaus stilvolles Innenartwork mit der Axt durchgehend über beide Seiten des Spiegels. Wenn wir jetzt einmal dann die Discs sorgfältig wieder einräumen, können wir durch das Booklet blättern und das finde ich übrigens ebenfalls absolut cool, weil wir hier grundsätzlich zwar dasselbe Covermotiv verwenden wie auf dem Frontcover des Mediabooks, aber es fehlt der komplette Teil mit Victor Crowley, wir sehen nur die Charaktere und Figuren, dafür sind diese noch wesentlich größer angebracht, sodass, obwohl wir hier zweimal dasselbe Bild haben, wir nicht irgendwie das Gefühl bekommen, dass hier einfach nur billiges Materialrecycling betrieben wird, sondern dass tatsächlich auch in dieser Form wirklich, wirklich ansprechend ist, können dann einen Blick durch das Booklet machen. Da finden wir natürlich einige Bilder aus dem Film. Wir finden alternative Plakatmotive, die teilweise sehr interessant und seltsam anmutend sind. Auch noch einige
Zum Beispiel dieses doppelseitige Bild aus dem Film, das absolut wahnsinnig ist. Hier noch ein amerikanisches Plakatmotiv zu dem Film. Weitere Bilder, ein Text, der natürlich wieder geschrieben wurde von Illusions Stammautor Stefan Kaiser. Grundsätzlich meiner Meinung nach ein wirklich sehr, sehr hübsches und sehr, sehr gut gelungenes Mediabook. Da sich in dem Mediabook dieselben Discs befinden, die wir bereits von diversen anderen Auflagen kennen, verzichte ich in diesem Blu-ray-Check darauf, euch Screenshots aus dem Film zu zeigen und über die Bildqualität zu sprechen. Das werdet ihr wahrscheinlich im Laufe der letzten 10 plus Jahre so ansatzweise gemerkt haben, in welcher Form Hatchet sowohl auf DVD als auch in High Definition auf Blu-ray präsentiert wird. Stattdessen springe ich hier direkt zum Fazit und das fällt natürlich erwartungsgemäß aus, wer bereits die ganzen Hatchet-Filme besitzt und der Meinung ist, dass ihm das reicht, ist natürlich mit diesen Auflagen wunderbar bedient. Platzsparender ist es natürlich, eine Trilogy oder Quadrilogy Edition zu haben. Aber wer so wie ich sich darauf gefreut hat, dass Hatchet sich endlich in die Reihe von anderen bekannten Slasher-Klassikern, wie eben zum Beispiel dem Friday the 13th, Franchise einordnet und auch endlich zu allen drei Filmen einzelne Mediabooks erscheinen, der ist mit der Neuauflage von Illusions Unlimited Films einfach nur perfekt bedient. Grundsätzlich ist geplant, dass alle vier Titel erscheinen, natürlich jeweils einerseits mit dem Originalmotiv und andererseits mit einem neuen, gezeichneten, exklusiven Cover-Artwork, auf die ich mich bereits absolut freue, was Illusions da für die anderen drei Titel bereithalten wird. Und wer sich da so freut wie ich, der sollte jetzt auf jeden Fall mal sofort beim ersten Teil zuschlagen. Entweder je nach Geschmack beim alten Kultmotiv oder eben beim neuen gezeichneten. Für den Inhalt der Mediabooks ist das egal, weil mit Ausnahme vom Cover Artwork sind alle beiden Mediabooks genau gleich ausgestattet. Trotzdem würde ich empfehlen, gleich jetzt mit der Sammlung zu starten. Wenn nicht, dass man dann, wenn der dritte Teil erscheint, ein bisschen traurig ist, weil der erste schon ausverkauft ist. Für mich als Slasher-Fan auf jeden Fall eine coole Ergänzung im Sammlerregal und mit diesem großartigen A-Cover eigentlich in meinen Augen ein Pflichtkauf.